Hi, Tobi hier. Und heute geht es um ein besonders spannendes Thema, Fördergeld im Sportstättenbau. Da geht nicht nur mein Puls hoch, sondern auch deiner, da bin ich mir sicher. Und weil dieses Thema nicht gerade extrem spannend ist, aber super wichtig für Vereine, mache ich es kurz und knackig. Ganz kurz. Okay. Wenn auch dein Verein eine neue Sportstätte bauen will oder eine eigene Sportstätte sanieren will, also Kunstrasenplatz, ein Tennisplatz oder eine Sporthalle, dann ist es natürlich super wichtig, dass die Finanzierung vorab geklärt ist. So ein Ding zu finanzieren kann mitunter ziemlich ätzend sein, weil es sehr, sehr aufwendig und langwierig ist, eine größere Sportstätte zu finanzieren. Grundsätzlich sind Sportstätten nämlich einfach eines, nämlich meistens super teuer. Ein neuer Kunstrasenplatz kostet beispielsweise schnell mal 500.000, 600.000 Euro und ist eine Stange Geld, die natürlich nahezu kein Verein einfach so auf der hohen Kante rumliegen hat. Und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man so einen Teil trotzdem finanziert? Neben bestehendem Eigenkapital, Spenden und Sponsoring sind Fördergelder einfach die sympathischste Variante für einen Verein, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, denn das Fördergeld bekommt der Verein geschenkt und muss es nicht zurückbezahlen. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Quellen von Fördergeldern für den Sportstättenbau. Die allererste Quelle, die auch ganz am Anfang des Prozesses eigentlich angegangen werden sollte, sind die Städte und Kommunen. Vor allem reichere Städte und Kommunen, das ist in Deutschland auch sehr, sehr unterschiedlich, sind noch bereit, die ansässigen Vereine im Sportstättenbau tatsächlich finanziell auch zu unterstützen. Da vielleicht einfach mal aufs Rathaus gehen, beim Bürgermeister anklopfen und nachfragen, wie das in der eigenen Stadt gehandhabt wird. Die zweite wichtige Quelle für Fördergelder im Sportstättenbau sind die Landessportbünde. Es gibt in Deutschland enorm viele Landessportbünde, deswegen habe ich die euch alle mal aufgelistet. Die findet ihr hier unten. Einfach den entsprechenden Landessportbund auswählen, in dem dein Verein Mitglied ist. Draufklicken auf den Link und schon bist du bei dem Artikel über das Fördergeld zum Sportstättenbau. Nun, wie beantragt man das Fördergeld beim hiesigen Landessportbund? Das ist eigentlich relativ einfach. Der Prozess ist zumindest bei uns hier in Baden-Württemberg noch nicht digital, aber er ist eigentlich denkbar einfach. Ich habe hier mal so einen Förderantrag des Württembergischen Landessportbunds ausgedruckt. Wie man sieht, hat er gerade mal zwei Seiten. Wenn dein Verein jetzt beispielsweise einen neuen Kunstrasen bauen will, muss dieser Antrag eben ausgefüllt werden. Da müssen ein paar Informationen zum Verein rein und zum Projekt, zur Finanzierung des Projekts sowie zum zeitlichen Ablauf. Jetzt raschel nicht im Hintergrund mit dem Ding rum. Zeitlicher Ablauf ist ein ganz wichtiges Thema. Die Fördergelder sollten auf jeden Fall beim Landessportbund beantragt werden, bevor mit den Baumaßnahmen begonnen wird. Denn wenn die Baumaßnahmen beginnen, bevor der Antrag bewilligt wurde, verfällt meistens die Förderfähigkeit des Projekts. Landessportbund, Fördergeld vorher beantragen. Und dann gibt es noch bei den Landessportbünden eine zweite Sache, die man auf jeden Fall beachten sollte. Bei größeren Bauvorhaben ist es häufig notwendig oder vorgeschrieben vom Landessportbund, dass der Verein sich beraten lässt. Den Beratungstermin einfach relativ zügig ausmachen, das Fördergeld vor Baubeginn eben beantragen. Und dann sollte eigentlich das Fördergeld auch relativ schnell bewilligt werden, was natürlich für den Verein extrem erfreulich ist. Wenn dein Verein alle Förderrichtlinien des Landessportbundes beachtet hat, dann bekommt er relativ zügig auch die Baufreigabe und es kann tatsächlich mit der Umsetzung begonnen werden. Das extrem Charmante beim Fördergeld der Landessportbünde ist, dass üblicherweise 30% der förderfähigen Investitionssumme gefördert werden. Das bedeutet bei uns im Beispiel des Kunstrasenplatzes, dass von den 600.000 Euro knapp 200.000 Euro vom Landessportbund gefördert werden. Das ist eine ganze Stange Geld. Natürlich müssen dann immer noch 400.000 Euro anders finanziert werden, aber ein erster ganz wichtiger Schritt ist schon mal getan. Wenn man jetzt noch die Stadt mit ins Boot bekommt, und alle anderen Finanzierungsquellen dann natürlich auch noch anzapft, hat man eine realistische Chance, so einen Kunstrasenplatz dann auch tatsächlich umzusetzen. Einen kleinen Haken hat die Sache natürlich. Das Fördergeld von den Landessportbünden wird häufig nicht sofort ausgezahlt, sondern eben gestreckt über mehrere Jahre. Das bedeutet, dein Verein bekommt das Fördergeld für den neuen Kunstrasenplatz nicht heute, sondern erst in 3, 4 oder 5 Jahren. Das bringt deinem Verein aber nichts, weil der Handwerker, der den Kunstrasen verlegt, muss heute schon bezahlt werden. Deshalb sollte man auf jeden Fall sich auch schon vorher Gedanken machen, wie man Fördergeld im Zweifel zwischenfinanziert bekommt. Wenn das für deinen Verein ein aktuelles Problem ist, einfach hier in die Kommentare posten oder mich direkt kontaktieren. Es gibt da super einfache Möglichkeiten, Fördergeld sehr entspannt zwischenzufinanzieren. Warum erzähle ich das? Das ist völlig uninteressant. Und ansonsten Channel liken, subscriben, abonnieren, kommentieren, alles erwünscht und überall machbar. Nochmal kurz zusammengefasst, wenn dein Verein Fördergeld beantragen möchte für den Sportstättenbau, folgende zwei Quellen auf jeden Fall beachten. Stadt und Kommune abklappern, den Landessportbund abklappern. Beim Landessportbund auf jeden Fall rechtzeitig den Förderantrag stellen. Bei größeren Projekten noch einen Beratungstermin vereinbaren und rechtzeitig um die Zwischenfinanzierung des Fördergelds kümmern, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass das Fördergeld gestreckt über mehrere Jahre ausbezahlt wird. Wenn du das machst, dann bekommst du auf jeden Fall das Fördergeld für deine Sportstätte und dann habt ihr bald einen richtig geilen Kunstrasenplatz da liegen. Oder ein Badmintonfeld. Warum bewege ich mich wie ein Roboter? Ich glaube, so schlecht ist es jetzt nicht.